Herr Hoffs, Sie sind Leiter des Friedrichianums, des Museums, und stellen Teresa Margolyes aus, die einen sehr extremen Ansatz verficht und mit diversen Körpermaterialien arbeitet. Warum diese Wahl? Warum Margolyes in Kassel? Ich verfolge Margolyes schon länger. Margolyes ist eine Künstlerin, die ich eigentlich als sehr monumental betrachte. Also eine Künstlerin, die versucht, auf soziale, politische und andere Missstände in ihrem Herkunftsland hinzuweisen. Ich verfolge hier ein Programm, was eigentlich sehr viel mit humanistischen Problemen und Ideologien zu tun hat. Ich verfolge ein Programm, was auch immer wieder politische, ich sage jetzt mal, Wirkungen versucht, gewissermaßen zu erzielen. Ich finde, Margolyes passt sehr gut da drin. Sie ist eine sehr präzise Künstlerin. Sie zeigt Werke, die auf den ersten Blick sehr minimalistisch ausschauen, sehr stark eigentlich von der Kunst, von der minimalistischen Kunst geprägt sind, die aber beim zweiten Blick, wenn man auch weiß, was für Materialien verwendet wurden, das kann man dann auch lesen auf die Labels und da kriegt man auch Infos dazu, dann nochmal eine sehr emotionale und sehr starke ethische, moralische Welt auch öffnen. Frau Margolyes macht engagierte Kunst, aber mit sehr extremen und exzentrischen Mitteln. Sie benutzt Körperflüssigkeiten, und zwar nicht irgendwelche, sondern vorwiegend von Toten, Leichenwaschwasser, Körperfett, Blut etc. Fürchten Sie nicht beim Publikum eine Reaktion der Abstoßung des Ekels? Es gibt immer wieder Leute, die da Probleme damit haben. Ich habe aber bisher in der weltweiten Ausstellung von Margolyes beobachtet, dass man meistens eigentlich tief beeindruckt ist, dass man so einen Moment hat, wo man zur Ruhe kommt und dass man sich anfängt zu überlegen. Auf größere Ablehnung stößt das meistens doch nicht. Also es ist natürlich sehr realistisch, es ist natürlich auch fragwürdig, ob man, also ethisch fragwürdig, ob man solche Materialien, die natürlich sehr intim sind schlussendlich, ob man die so stark veröffentlichen kann. Ich finde aber im Hinblick auf die Sache, wo sie sich dagegen wehrt, wo sie darauf aufmerksam machen möchte, was das eigentlich sehr gut und ist das auch erlaubt, um das zu tun. Und ich habe eigentlich meistens die Erfahrung, dass das beim Publikum auch ankommt. Es wird sicher auch auf gewisse Ablehnung bei gewissen Leuten stoßen, habe ich so. Kann ich mir so vorstellen. Vor Jahren zeigte Frau Margolyes in den Kunstwerken in Berlin eine Arbeit, die sehr beeindruckt hat, in der Stadt viel Diskussion hervorgerufen hat. Und zwar war das eine große Wand, die sie mit Körperfett bestrichen hatte, das Menschen abgesaugt worden war. Also eine sehr dekadente, sehr luxuriöse Tätigkeit. Diese Wand schimmerte golden und verführerisch, aber wenn man wusste, welche Materialien da verwendet wurden, hat man eher den gegenteiligen Eindruck. Diese Spannung zwischen Luxus, zwischen Verführung auf der einen Seite und eben krassen Materialien auf der anderen Seite, krassen Naturalismus, fehlt hier. Sie zeigen nur sehr minimalistische, schwer zugängliche Arbeiten. Warum? Ich finde sie nicht so schwer zugänglich. Also ich finde, sobald man gesehen hat, was es ist, worum es geht, dann kriegt man direkt einen Zugang dazu. Die Mauern, die wir in der Ausstellung zeigen, die sind auch, ohne dass man zusätzliche Informationen hat, schon eigentlich relativ gut zugänglich. Ich behaupte, also ich finde es aber, auch die Videoarbeiten, die sind relativ gut zugänglich. Ich finde es aber wichtig, dass diese Verschlüsselung hier und da stattfindet bei Margolyes und dass dieses Moment stattfindet, wo Realismus zwar in der Materialwahl und in der Art, wie das zusammengesetzt worden ist, funktioniert, zutage tritt, andererseits aber auf den ersten Blick dies verborgen bleibt. Also dass so eine Verschlüsselung stattfindet, und das ist auch der künstlerische Moment, denke ich. Der Moment, wo ein Inhalt gestaltet wird in einer künstlerischen Verpackung, sozusagen. Herr Wurfs, wir danken Ihnen für das Gespräch.